So, wir machen mal wieder ein Sturmkind Inside. Höchste Zeit. Nein, sicher auch noch. Ja, ihr habt danach, wie soll ich sagen, geschrien. Ja, also mehrfach habe ich jetzt gehört schon, Mensch, da zu dem Thema sagt doch mal wieder was. Und da habt ihr schon recht. Manche Themen gerade gibt es nicht so viele Informationen. Und weil es sie nicht gibt, können wir sie auch nicht, euch auch nichts weiter dazu sagen. Aber es kommen auch immer wieder Fragen zu Themen, die wir eigentlich schon beantwortet haben, die eigentlich gerade Status quo sind. Deswegen heute nochmal ein bisschen längeres Video vielleicht, nochmal zu all den Themen, die euch gerade so beschäftigen und uns natürlich genauso. Und ich versuche da mal irgendwie auf alles einzugehen. Lukas ist auch da und Servus. wir zwei werden jetzt mal gucken, ob wir euch da alle Fragen soweit beantworten können. Ja? Es ist eine spannende Zeit für uns. Es sind natürlich tolle Dinge passiert in letzter Zeit mit der Kooperation, mit allem, was wir an neuen Projekten so in der Schublade haben, was gerade auch in Zukunft schon an Ideen schon auch wieder passieren, von denen ihr teilweise auch noch gar nichts wisst. Es ist sehr, sehr viel und dementsprechend, ja, wie immer, sind wir halt hier ziemlich landunter. Ne? Das Team ist auch nicht riesengroß und das Skalieren ist in der jetzigen Zeit trotz allen positiven Signalen ein Thema, wo wir auch sehr vorsichtig sind, weil natürlich wirtschaftlich ist gerade. Warum nicht drum herum reden? Also die Umsätze ganz allgemein im Handel, und das trifft natürlich uns genau wie alle anderen Hersteller von irgendwelchen Produkten, sind natürlich momentan sehr überschaubar. Das ist einfach nicht so dolle und dementsprechend sind wir eher vorsichtig, um da ja kein Risiko zu gehen, und haben halt eben unser Team, mit dem es funktioniert, und machen aber einfach die Dinge first things first. Das ist einfach die Methode, die wir von Anfang an hier angewendet haben. Das heißt, das, was am meisten brennt, das wird priorisiert, und wenn wir morgen feststellen, dass sich die Reihenfolge sinnvollerweise ändern sollte, dann wird sie ja geändert in dem Moment. Und einfach, um am Ende des Tages zum Ziel zu kommen, und zwar so schnell wie möglich und so gut wie möglich. Und deswegen hilft es auch nichts. Ich verstehe ja, wenn Einzelne, sagen wir mal, ein Thema haben und das dann auch laut in der Welt kundtun, dass da doch immer vorangehen muss. Ja, klar, aber wir werden dadurch, ihr könnt das gerne tun, wenn ihr das machen tun müsst und wollt, aber ihr werdet nichts erreichen, weil wir tun ja jetzt schon das Beste und wir sind ja mit Vollgas dran, und mehr wie machen können wir nicht, und wir werden jetzt auch keine Reihenfolgen deswegen ändern, außer ihr habt ein Argument, das uns überzeugt. Aber wie gesagt, ich denke, wir haben da aktuell alle Themen auf dem Schirm, sind überall dran und machen eben jetzt so, wie es sinnvoll ist, eins nach dem anderen. Gut, fangen wir mal an. Was haben wir denn für Themen? Also, was euch natürlich umtreibt, ist das Thema Kickstarter bzw. Carrera Hybrid und wie es da jetzt auch weitergeht also mit denen, die vorbestellt haben, auch bei Crowdfunding, also bei der Kickstarter-Kampagne damals schon gebackt, also unterstützt haben, wie das nachher funktioniert. Wie es funktioniert, haben wir euch ja schon vor langem gesagt. Also letztendlich war es ja, glaube ich, bei dem Video, wo der Stefan hier war, Stefan Grings von Carrera, war ja auch mal hier mit dem Stream mit dabei. Da hat man das ja auch schon genau aufgedröselt, wie wir es machen werden. Das ist auch nach wie vor das, was wir tun. Das Ganze braucht aber jetzt einfach in der Vorbereitung noch ein bisschen Zeit. Das liegt, mein Telefon klingelt. Ja. Das liegt einfach daran, dass natürlich da gewisse Abhängigkeiten natürlich auch sind von jetzt auch letztendlich von Carrera, sprich, ne, wann kommen die Produkte, wie kommen die Produkte, was können wir euch vielleicht auch noch Besonderes anbieten. Aber da müssen wir jetzt einfach mal gucken. Erstmal muss der Produktionsprozess komplett stehen und dann sind wir jetzt am Schauen, wie wir euch da vielleicht auch noch irgendwie Specials da realisieren können. Aber solange die Dinge eben nicht klar sind, kann ich kein Survey machen, kann ich euch nicht auswählen lassen, was ihr euch quasi für eure Unterstützung dann auch haben wollt, weil eben nicht klar ist, welcher Artikel genau es nachher geben wird. Und deswegen sieht es uns nach, dass das noch ein bisschen dauert. Und dann haben wir auch das Thema, dass wir jetzt auch noch einen eigenen Shop aufsetzen dafür, also ein Survey-System, weil wir ja gesagt haben, dass manche Produkte, die damals angekündigt waren, jetzt dieses Jahr noch nicht geben wird, sondern erst wahrscheinlich oder vielleicht im Laufe des nächsten Jahres. Und es werden auf jeden Fall auch andere Produkte nächstes Jahr, denke ich, kommen, wo wir vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm sind. Geben wir euch die Möglichkeit, das ist zumindest jetzt der Plan, quasi vielleicht nur ein Teil des Budgets oder dessen Geld, was ihr euch quasi sozusagen eher, wie sagt man da, Ja, zum erbackt. Beispiel den Betrag, den Wollte man schon sagen, ja, unterstützt Spiel, hat. das stimmt nicht, nein. Ja, also das, was euch quasi zusteht als Dankeschön, ja, dass ihr quasi vielleicht nur einen Teil dieses Jahr einsetzt und ein bisschen was aufhebt für dann weitere Produkte, weitere Sachen, vielleicht dann Anfang Mitte nächsten Jahres kommen. Und, aber dazu brauchst du ja auch ein System. Ja. Also es ist ja nicht, machst du ja nicht immer eben mit unserem Shop, wie er gerade ist, sondern da sind wir jetzt am Vorbereiten, nach einer Lösung suchen. Das kriegen wir auch alles hin, aber wie gesagt, gebt uns da bitte noch ein bisschen Zeit. Macht euch keine Sorgen, es ist ja so oder so, dass es eben halt erst in der dritten Jahreshälfte losgehen wird mit Beta und was dann halt alles so kommt bis zu einer möglichen Auslieferung. Und wir werden euch rechtzeitig informieren, wir werden euch rechtzeitig die Gelegenheit geben, eure Sachen auszusuchen, was ihr haben möchtet, euren Wunschzettel quasi auszufüllen. Und wie gesagt, also ihr erfahrt es natürlich als Kickstarter-Unterstützer sowieso einfach per E-Mail, per Kickstarter-Update, per Newsletter, wir werden das über alle Kanäle raushauen. Das verpasst ihr ganz sicher nicht.
Und deswegen abwarten, wir sind da dran und die Infos kommen und dann geht es da zu gegebener Zeit auch los. Und das wird gut. Punkt. Mehr kann ich da so nicht sagen. Ja, was haben wir noch? Dann haben wir ein Thema, das jetzt auch in letzter Zeit wieder öfter hochkam mit der App. Ich meine, ihr wisst, wir sind natürlich parallel am Entwickeln. Wir haben unser Drift-Thema. Wir haben natürlich jetzt aber auch gerade massiv zu tun mit der ganzen Carrera-Hybrid-Sache. Also unser Produkt hier wirklich fertig zu bekommen. Also die App, das ist natürlich ein Riesenthema, bis das wirklich serienreif ist. Und das ist jetzt alles auch nochmal ein anderer Anspruch natürlich durch die Kooperation, den ich mir selber einfach setze, wo ich sage, wenn wir auf dem Level hier in die Welt rausgehen mit so einem Produkt, dann muss es halt vielleicht nochmal ein, zwei Schritte weiter sein, als wenn wir mit der Community das klein gestartet hätten. Hat alles seine Vor- und Nachteile, aber ich sage mal, in dem Fall, glaube ich, ist es überwiegend die Vorteile, weil natürlich wird es ein fertigeres Produkt dadurch und es wird ja auch schneller skalieren und es wäre halt einfach auch gefährlich, wenn wir da was rausgeben, was dann, also es muss einfach sitzen. Ne? Das ist ganz wichtig, dass das auf den Punkt passt. Und damit meine ich nicht mal Funktionalität, funktionieren muss es so oder so, ja, aber einfach zum Beispiel so eine Sache wie Benutzeroberfläche, ja, dass das halt wirklich auch ein Achtjähriger einfach versteht, ja, dass es von bis und gleichzeitig aber der Spielspaß für die Pros komplett auch da bleibt, dass die Features, die wir drin haben, versprochen haben, die auch kommen, weil sie einfach technisch gehen und einfach auch Sinn machen bei dem Produkt, dass die da sind, dass man aber einen Einsteiger, der einfach mal eine Runde fahren will, nicht überfordert. Alles schon eine ganz schöne Challenge und da sind wir dran. Deswegen dauert alles ein bisschen. Und deswegen geht auch viel Energie rein. Und deswegen bleiben manche andere Dinge auch so ein Stück weit liegen. Zumindest habt ihr den Eindruck, und das stellt es ja auch teilweise. Aber tatsächlich ist das eben auch nicht ganz richtig, weil bei Drift läuft momentan eigentlich ziemlich alles. Wir haben zwei Themen momentan, die ein bisschen Probleme machen, seit unserem letzten oder vorletzten Update. Ich meine, seit dem letzten. Das eine ist das Soundthema. Das betrifft aktuell eben die Android-Geräte, aber auch nur ein Teil der Android-Geräte und eigentlich im Wesentlichen auch nur den Turbomotor. Aber ist trotzdem ärgerlich, dass der halt nicht so gut klingt, wie er klingen soll. Dass er, wenn man schnell Gas gibt, so stottert. Da müssen wir schauen, da haben wir noch nicht so richtig eine Lösung gefunden für, aber es ist immer ein Thema, wo wir jetzt gucken müssen, weil das ist ein komplexeres Thema, was wir da anpacken müssen. Es ist nicht nur eine Kleinigkeit, wie es aussieht. Und wenn wir dann angehen an das Thema Sound Engine, dann ist es eine größere Baustelle, deswegen wird es noch ein klein bisschen dauern, bis wir da rangehen. Und dann wollen wir eben in dem Zuge natürlich auch das zweite, weil das hängt wahrscheinlich, aber sehr wahrscheinlich auch zusammen, das zweite größere Thema angehen. Größer insofern, eigentlich ist es nicht größer, es ist größer insofern, dass es das Ärgerlichere ist, nämlich wenn die App komplett abstürzt. Ja. Stimmt aber wieder insofern nicht, dass das tatsächlich ein Thema ist, das eben sehr, sehr wenige User betrifft. Es gibt User, wenn die betroffen sind, dann verstehe ich auch, dass die sehr unglücklich sind im Moment. Das ist super ärgerlich, wenn die App nicht läuft, wenn die abstürzt und die Autos dann teilweise sogar weiterfahren. Das soll überhaupt nicht sein. Aber das Ding ist jetzt echt, wir sehen ja, nicht falsch verstehen, also es ist, wie gesagt, immer noch Prioritäten und wir sehen einfach natürlich auch in der Auswertung, wir können ja ganz genau tracken bei Android, bei Google, was haben wir denn für Zahlen, wo liegen denn die Probleme? Und wir haben das auf dem Schirm. Und wenn da was aus dem Ruder läuft, dann reagieren wir auch sofort. Ja. Wir haben jetzt hier das Problem, dass es echt totale Einzelfälle sind. Ich kann euch das wirklich, ich zeige euch das mal. Ich gehe einfach mal jetzt auf die entsprechende Seite. So, ich habe hier mal die Google Play Konsole offen. Jetzt seht es mir nach, ich bin da nicht der Experte drin. Das ist nicht mal, ich habe viele Baustellen, aber das ist jetzt nicht mein spezielles Thema, sondern das macht bei uns eigentlich die Sarah, verwaltet das Ganze. Die ist die Woche beim Urlaub. Ich weiß schon in etwa Bescheid, aber seht es mir nach, wenn ich vielleicht irgendwo jetzt auch mal was nicht ganz perfekt, korrekt formuliere da drin. Also ein sehr, sehr komplexes Tool. Wir gehen aber eigentlich auch letztendlich nur auf diese Seite zum Thema Abstürze und ANRs. Da geht es schon los. Ne? Was ist ein ANR? Das ist letztendlich ein Freeze, also wenn quasi der Bildschirm, wenn es auch nur ganz kurz ist, einfriert und dann eben so, dass er vom Nutzer wahrgenommen wird. Also das kann ein Stottern sein, das kann aber auch sein, dass halt irgendwie schwarzer Bildschirm ist. Na, das ist jetzt hier nicht weiter definiert, aber am Ende des Tages, beziehungsweise das kann man auch noch auswerten. Aber wenn ihr jetzt mal schaut, ja, auf unserer Seite, dann seht ihr hier, was wir tatsächlich an Abschlussrate haben. Ne? 0,18%, das sind jetzt auf die letzten 28 Tage, ist das immer jetzt hier gerade angezeigt, 0,04 Freezes. Das ist sehr gut, das ist unter Durchschnitt, deutlich unter Durchschnitt. Ja? Also da haben wir erstmal kein grundsätzliches Problem. Und ich scroll jetzt mal hier runter und dann seht ihr das auch nochmal deutlicher, was das eigentlich bedeutet. Weil ihr dürft jetzt nicht vergessen, wir haben tatsächlich, das hatte ich eben auch nochmal nachgeschaut, wir haben ja viele Autos da draußen am Markt, das ist eine Sache, und viele Kunden, aber wie viel wird denn benutzt, das Produkt? Ja? Und wir haben am Tag durchschnittlich in den letzten Monaten, und jetzt auch den Monat, durchschnittlich 6.000 aktive User. Also täglich. Das ist ja ein Produkt, das nicht jeder um jeden Tag fährt. Ja? Wir haben täglich 6.000 Leute im Durchschnitt, die die App aktiv benutzen. Und das ist schon mal eine Ansage. Und wenn wir da jetzt mal reinschauen, wie gesagt, die letzten Tage, dann sehen wir hier Abstürze.
Das hier links, die 1, das ist die Anzahl der User mit Abstürzen. Ja? Das heißt, wenn ich hier mal schaue, haben wir hier 4 Fälle. Ein betroffener User, ein Event, also ein Absturz. Also jetzt muss man natürlich ein bisschen relativieren, um fair zu bleiben. Nicht jedes Telefon schickt natürlich auch diese Informationen. Das ist ja auch ein Thema, was ihr bei euch im Handy quasi im Thema Datenschutz eingestellt habt. Also jetzt nicht mal in der App, sondern das ist ja ein Google- oder ein Android-Thema selber, eine Einstellung. Kann nicht genau sagen, wie viele Leute da sind. Aber wenn ich sehe, dass wir zumindest die Userzahlen der App schon mal haben mit 6.000, dann können so wenige nicht sein. Also so viel mehr werden es wahrscheinlich jetzt auch nicht sein. Ich vermute mal, standardmäßig ist das immer an und die wenigsten schalten es aus. Wissen natürlich nicht, nagel mich da bitte nicht fest. Aber am Ende des Tages sehen wir hier trotzdem, dass das eben doch sehr, sehr überschaubar ist. Und ich kann ja auch mal, wo war denn das? Das habe ich ja vorhin noch gesehen. Ja, genau, hier oben. Mal maximal, also 60 Tage gehen. So, und dann sehen wir hier, das ist das, was wir gerade eben gesehen haben, der Ausschnitt. Jetzt gehen wir weiter zurück. Okay, da geht es ja so einen Peak hoch, aber dieser Peak ist nicht die User, das ist wieder nur ein Benutzer, der hat aber dann schon mal mehrfach Probleme gehabt und 5 Abstürze. Ich vermute, also wie gesagt, Events, denke ich mal, sind solche Fehler. In dem Fall sind wir bei, naja, Abstürze und ANR sind also beides zusammen sogar. Also im Peak, das war am 8. Februar, hatten wir mal tatsächlich 3 User, die an einem Tag ein Problem hatten. Ihr seht schon, in Relation ist das nicht wirklich viel und dementsprechend sind uns auch so ein bisschen die Hände gebunden und zwar nicht einmal, weil wir den paar nicht helfen wollen, sondern weil wir den Fehler nicht finden, ohne auch quasi ein Gerät zu haben, das diesen Fehler zeigt. Ja? Und wenn man sieht, wie im Promille-Bereich sich das bewegt, haben wir, also es sind schon User, das weiß ich schon, dass es nicht nur einer da draußen ist, das sind schon einige von euch, die das Problem haben, die von Aktiven, die ja viel fahren, die das natürlich dann auch sofort merken, aber es geht ja um die Masse im Prinzip und um die Häufigkeit. Und das Ding ist halt tatsächlich, dass es echt verdammt schwer ist, diesen Fehler erstmal zu lokalisieren. Ja? Wir sehen hier auch, das kann ich euch auch mal zeigen, hier seht ihr auch im Prinzip die, was sage ich, da ist zu viel, nein, alles gut. Da sieht man schön auch, es gibt entsprechende Fehlermeldungen. Wir haben ja eine Meldung zum Beispiel, die hier, Grand Trace Audio, das ist tatsächlich unser Sound Engine, da vermuten wir aktuell das Thema, ne? Auch natürlich, weil wir auch dieses Soundthema haben und weil wir da eben eine größere Änderung gemacht haben, also die Vermutung ist schon, dass es damit zu tun hat, aber wissen tun wir es halt nicht. Ja? Und ihr seht ja auch, das ist nur eine einzige Meldung, die das momentan widerspiegelt. Und das ist halt das Blöde an der ganzen Kiste, dass wir, ja, also wir haben ja, Peter hat da sogar einen Aufruf gemacht im Forum, dass ihr, wenn einer so ein Gerät hat, mit dem Fehler, mit dem, dass die App wirklich abstürzt, dass er doch bitte mal uns kontaktiert, dass wir schauen, ob wir da irgendwie einen Log machen können oder er vielleicht sogar mal mit dem Telefon vorbeikommen, wie auch immer wir das lösen, ja. Aber wir haben wirklich da was, Geräte, genau das Samsung mit derselben Betriebssystem, selber Softwarestand, alles identisch, ja, haben wir bei uns zum Nachvollziehen gehabt. Also genau die gleichen Geräte wie Leute, die Kunden, die das Problem hatten und wir hatten das Problem halt nicht. Ja. Und das ist echt eine schwierige Kiste, deswegen nochmal der Aufruf an der Stelle, wenn ihr betroffen seid, ja, und ein Problem damit habt in der Richtung und die Chance habt, uns irgendwie zu unterstützen, mit vorbeikommen, mit was auch immer, oder einfach mal melden, vielleicht finden wir eine andere Lösung, dann meldet euch eben beim Service. Und dann schauen wir mal, ob wir das auch auf die Schliche kommen. Das kriegen wir auch wieder weg und wir werden in jedem Fall dann notfalls halt auch ein komplettes Update nochmal über alle Systeme fahren. Also eben die Sound Engine und alles. Früher oder später erledigt sich sowas in der Regel eigentlich schon. Aber es aktiv beseitigen ist halt schwierig, wenn du nicht irgendwo einen Hauch einer Spur hast, was es jetzt denn wirklich ist. Ne? Und dementsprechend, also schwierige Kiste und ja, wie gesagt, bringt jetzt auch nichts. Da können wir nicht anders lösen, als jetzt gucken und hoffen, dass wir irgendwie diese Nadel im Heuhaufen finden oder halt eben im nächsten größeren Update, wo wir ja dran sind, es sich vielleicht auch von alleine erledigt. Das ist halt die andere Variante. Ne? Manchmal ist das so, leider. Dann haben wir noch ein weiteres Thema und zwar die Audis, die immer noch nicht alle ausgeliefert sind. Ja, wir haben, ihr wisst, einen Teil haben wir ausliefern können, die Limiteds und auch jetzt einen Teil der Rallye-Version, aber das waren eben tatsächlich nicht genug für die vielen, die vorbestellt waren. Und das liegt einfach daran, nicht, dass wir nicht genug bekommen haben, sondern eben tatsächlich, das haben wir auch kommuniziert, dass es halt leider Gottes Qualitätsprobleme gab. Und zwar nicht der Recaro-Schriftzug, also bei der Liebe, sowas passiert, das ist jetzt halt so, können wir nicht ändern. In der nächsten Auflage sicher, aber im Moment ist das halt so. Wer damit Probleme hat, tut mir leid dann. Und wie gesagt, ihr habt ja Rückgaberecht. Ich staune ja manchmal, ne? Aber ich will auch nichts sagen. Ich bin manchmal auch im Monk in manchen anderen Bereichen. Aber in dem Fall, ja, okay. So what? Es ist nicht zu ändern, ist wie es ist. Aber was passen muss, ist die Qualität. Und wir hatten jetzt einfach ein Thema mit, da kann ich mal mit der Karosserie. Ja, die ist eigentlich top bei der Rallye-Version. Das hat der Lieferant jetzt wirklich super im Griff. Das ist richtig gut. Was ein Thema war, tatsächlich, war blöderweise, waren die Räder. Also es hängt wirklich jetzt am Ende an den Rädern.
Da gab es einfach Fertigungsprobleme und wir haben jetzt letztendlich entschieden, um das in den Griff zu bekommen, weil wir auch nicht einfach hier jedes einzelne Rad aussortieren können. Das haben wir jetzt auch gemacht, aber jetzt haben wir halt die guten verschafft und ne, bringt ja nichts. Und deswegen haben wir uns entschieden, oder der Lieferant hat mit entschieden, er will das ändern, er wird das Werkzeug, oder er hat das Werkzeug umgebaut. Wir haben jetzt also aus dem Rad ein zweiteiliges Rad gemacht, also Felge und Reifen sind jetzt dann zukünftig zwei Teile, die miteinander verbunden sind, so wie wir es teilweise auch schon bei verschiedenen anderen Felgen hatten. Es gibt immer beides, also wir hatten auch zu früheren Zeiten, also auch bei den Mini-Chips-Projekten, haben wir es mal so gemacht, mal so. Da haben wir es tatsächlich von zwei auf ein Teil umgestellt, weil es da besser funktioniert hat, aber jetzt gibt es eben andere Themen, die aufgekommen sind und jetzt haben wir, okay, nee, also bei dem Rad und jetzt haben wir eine bessere Idee, wie wir die zweiteilige Lösung machen, das ist jetzt richtig schön gelöst auch, aber muss gemacht werden, Werkzeug ist geändert, Teile sind unterwegs, sollen nächste Woche kommen, aber sollen kommen, ja, da müssen wir wieder gucken, sind sie wirklich in Ordnung, klappt alles, also ist gerade echt schwer, was zu sagen. Wir haben ja, wir geben euch immer so den Termin, den wir halt absehen können, ja, aber wenn dann halt wieder irgendwas nicht passt, was soll ich denn machen? Das bringt ja nichts. Ihr wollt einwandfreie Ware und das war vielleicht alles auch schon mal einfacher in der Welt. Ne? Weiß ich nicht, oder auch nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, es ist nicht so einfach und das hat auch nichts damit zu tun, dass der Lieferant nicht gut wäre. Der ist super bemüht und es funktioniert in der Kommunikation und auch, wie schnell wir reagieren, auch besser wie in der Vergangenheit. Aber es passiert dann trotzdem, dass Dinge halt nicht passen und weil diese ganzen Hersteller halt aus dem, habe ich auch schon mal erklärt, aus dem Diecast-Bereich kommen, von Hinstellmodellen. Und dieses Thema ist tatsächlich ein bisschen schwer zu kommunizieren, was wir für eine Anwendung haben, dass es halt ein ganz anderer Use Case ist. Und dementsprechend ist auch ein Learning, aber der ist jetzt langsam wirklich auf der Spur und macht es gut. Aber jetzt ist halt da echt mit dem Rad nochmal was gewesen. Und ja, was soll ich sagen? Wir wollten es einfach auch nicht, weil er zieht uns ja auch. Ja. Hätten wir es einfach rausgegeben, hätten sie auch rausschicken können und gucken, ob es überhaupt einer merkt. Aber ich meine, dann wäre das Geschrei wieder da gewesen. Das bringt ja auch nichts. Und das bin ich auch leid, ganz ehrlich. Ich sag's euch, wie es ist. Wir geben uns ja alle Mühe. Wir wollen bestmögliche Qualität. Wir haben ja die Ansprüche genau wie ihr. Aber es gibt trotzdem irgendwo Grenzen. Ja. Es ist halt kein du kannst ein Hinstellmodell für 200 Euro kaufen, das nichts kann, außer rumstehen. Und findest auch noch Fehler dran, weil es Handarbeit ist. Ja. Und diese Fahrzeuge sind Handarbeit. Das ist ein Wahnsinn, das sowas überhaupt zu produzieren in diesen Stückzahlen. Und da passieren einfach solche Sachen. Und das versuchen wir auszumerzen, wo es geht. Aber eben, es kommt vor. Und ja, wie gesagt, bei aller Kritik, ich meine, was sollen wir mehr machen? Wir geben ja von vorne bis hinten Vollgas. Wir haben bis jetzt immer alles, was wir bei Sturmkind, was wir erwirtschaftet haben, reinvestiert in Weiterentwicklung. Natürlich nicht nur in das eine Produkt, sondern auch in das neue Produkt, was jetzt kommt. Es geht darum, vorwärts zu kommen, wo es nur geht. Und schneller und besser kriegen wir es nicht hin. Ganz einfach, ja, soll mal einer es besser machen. Ich und wir kriegen es nicht besser hin. Ich glaube aber, unterm Strich sind wir auch nicht ganz unzufrieden mit dem, wie es läuft. Ich glaube, es ist gut. Es ist schade, dass solche Dinge sind und es ärgert uns wie die Sau. Ich glaube nicht, dass es jemand mehr ärgert wie mich, wenn sowas passiert. Das könnt ihr mir glauben. Und mein ganzes Team genauso, weil die müssen sich auch mit ausbaden. Aber es passiert, ja. Und whatever, was willst du machen? Kann sich ändern. Aber im Strich, wir kriegen das hin und Leute, ganz ehrlich, manchmal denke ich halt auch, ja, man kann sich darüber ärgern, muss auch nicht alles gut finden, aber ob da jetzt der Tankdeckel passt oder ein Diegel, ein Schreibfehler hat, irgendwann so klein, dass man es kaum noch im Auge sehen kann, ja Leute, ich sage jetzt dazu nichts, keine Kritik, ich bin selber manchmal so, aber es ist halt am Ende des Tages trotzdem nicht zu ändern. Wir machen so gut wir können, es können uns glauben und ja, wäre schön, wenn er damit halt ein Stück weit das anerkennt, sage ich jetzt einfach mal, und mit uns den Weg geht. Und wenn es nicht passt, wenn einem was mal nicht gefällt, ihr könnt auch immer mit uns reden. Wir haben noch nie jemanden im Regen stehen lassen. Ja. Aber ich kann es halt auch nicht herzaubern. Ganz einfach. Ja. Wenn wir jetzt das Thema haben und jetzt machen wir die Änderung und jetzt dauert es halt nochmal. Was soll ich machen? Und ja, Kommunikation kann man sicher noch besser machen. Da werden wir auch weiter dran arbeiten, dass ihr eben noch öfter und noch schneller Updates bekommt. Aber auch das, glaube ich, haben wir inzwischen ganz gut im Griff. Ich kenne wenig Firmen, die da so viel Aufwand treiben. Ja, aber wie gesagt, wir sind überall dran und machen es halt so gut wir können und mehr kann ich auch nicht tun. Genau. So, damit bin ich mit meinen Themen eigentlich auch durch. Ja. Also ich finde, man kann da auch nochmal sagen, also gerade was du zum Schluss nochmal meintest, von wegen, dass wir da eigentlich auch so offen in die Kommunikation reingehen, das sieht man, glaube ich, auch selten, dass sich hier wirklich der Chef von der Firma sich mal die Zeit nimmt, um sich einfach wieder hinzusetzen und dieses Drift-Insight zu machen. Ich glaube, das ist auch absolut nicht selbstverständlich, dass es sowas gibt. Das ist aber unsere DNA, so haben wir angefangen. Ich meine, wir sind lange groß genug, ich könnte lange sagen, wisst ihr was, ne? Mach dir mal. Nee, das funktioniert nicht. So, natürlich funktioniert es auch nicht, weil ich natürlich in der Technik immer noch der Kopf der ganzen Geschichte bin, in Gottes Namen. Das mit dem Leiten und los muss ich wahrscheinlich nur eine Weile leben. Aber auch sonst ist es halt einfach ein Herzensthema, das ganze Projekt. Und da bist du einfach entweder ganz oder gar nicht dabei. Das funktioniert nicht. Also die Produkte, die wir machen, die sind nicht wirtschaftlich oder kommerziell gut genug, als dass jemand das nur wegen Geld machen würde. Glaub mir, diese Produkte würde es einfach. Das ist eigentlich ein guter Punkt.
man kann sich darüber beschweren, dass das manches nicht besser und nicht anders funktioniert. Aber ich kann euch eins versprechen, ne? Wenn wir es nicht machen würden, das würde kein anderer machen. So ein Produkt wie Drift gäbe es einfach nicht. Ja? Und zwar nicht, weil es nicht profitabel ist, es ist schon, und das wird es ja auch immer mehr in der Zukunft werden. Aber es ist einfach vom Gesamtpaket her zu schwer zu verkaufen, zu hochpreisig, dementsprechend extremer Marketing-Vertriebsaufwand. Ja? Du kriegst es nie wirklich in den Handel, weil es halt so komplex ist. Du hast einen Haufen Support-Themen. Das ist ein extrem komplexes Produkt, die App-Entwicklung auf dem Level hochzuhalten. Das sind alles Kostenthemen, wo du immer auch weitergehen musst, damit dieses Produkt auch weiterlebt. Ja? Und das tun wir, deswegen passt das für uns ja auch. Das ist genau das, was wir machen. Das ist Hybrid Gaming und da wird noch ganz viel kommen in der Richtung. Aber es ist schon sehr speziell und wie gesagt, das hat vielleicht auch einen Grund, warum wir jetzt schon 8 Jahre am Markt sind und es immer noch kein ansatzweise vergleichbares Produkt gibt. Ja? Obwohl es eben offensichtlich sich ja ganz gut schon auch verkauft. Also ich meine, mit über 100.000 Autos, die wir inzwischen am Markt haben, kann man jetzt nicht sagen, dass es daran liegt, dass kein Bedarf besteht für solche Produkte. Aber es ist trotzdem speziell, es ist ein gewisses Stück weit eine Nische und es verlangt schon eine gewisse Leidensfähigkeit von denen, die sowas in die Welt bringen, muss man vielleicht so auszudrücken. Und ja, aber das sehen wir, das passt schon und ja, solange ihr weiter mit uns den Weg auch geht, werden wir da auch nicht nachlassen, versprochen. Und ich denke jetzt mit den neuen Sachen und auch mit den Produkten und den Ideen, die mit Karriere zusammenkommen, gehen wir halt auch nochmal in eine andere Richtung, wo wir halt eben auch Produkte entwickeln werden, hoffentlich, die uns das Leben ein bisschen leichter machen, ja. Aber das Schöne daran ist natürlich, dass man sich dann vielleicht noch eher leisten kann, auch wieder solche speziellen Sachen zu machen. Also das ist zumindest mein Plan, wo die Reise hingehen soll. Wir werden es erleben. Ja, wir werden es sehen. Also, das war jetzt, glaube ich, lange genug. In diesem Sinne, ja, macht's gut. Wir werden euch weiter auf dem Laufenden halten. Wenn es was gibt, gibt es wieder ein Update. Und vielleicht machen wir auch wieder ein, kam letztens auch die Frage, ein About Drift Video, ne? Genau, let's so, talk Frage about Antwort, Drift. Let's talk about Drift, das machen wir wieder bei Twitch eine Runde oder YouTube in dem Fall dann eher machen, ne? Wenn ihr da Ideen habt, immer her damit. Ich glaube, Themen gibt es auch genug, ja, können wir auch mal wieder machen, ne? Genau. Alles klar. In diesem Sinne, macht es gut. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.